Hallo Kuno, wir wollen den Menschen da hinter der Kamera erzählen, dass es ein neues Buch gibt aus der Reihe Fantastische Zauberwelten. Das heißt, Der Angriff der Dunkelelfen. Welche Menschen? Na, die da hinter der Kamera. Das sind Menschen? Ja. So wie Jan und Rebecca? Ja, genau. Kommen die denn auch wieder darin vor? Natürlich kommen die darin vor. Wer kommt eigentlich noch darin vor? Die bösen Dunkelelfen? Ja, die bösen Dunkelelfen kommen auch wieder drin vor. Und sie richten ihr Unheil in der Zauberwüste an. Da wird alles ganz kalt wegen denen. Und im Rest der Zauberwelt wird es ganz heiß. Und sie entführen mich. Wer? Die Dunkelelfen. Das ist ja schrecklich. Ja, und da kommen noch die bösen Schwarzwürmer vor. Und die bösen Schwarzwürmer, die haben so eklige Zunge. Richtig eklig. Das steht alles in dem Buch? Erzähl mir. Nee, das steht in dem Buch, das kann man lesen. Ja, und was passiert noch? Das heißt doch der Angriff der Dunkelelfen. Was ist das für ein Angriff? Na, Majestatus und die Dunkelelfen kämpfen miteinander. Aber die Dunkelelfen sind so böse und der Kampf bringt eigentlich auch gar keine Lösung. Eigentlich tut das die Mutter Morgana. Was ist denn eine Mutter Morgana? Na, das steht auch in dem Buch, aber ganz weit hinten. Ja, dann müssen wir den Menschen wohl raten, dass sie das Buch lesen. Ja, und zuerst sollten sie lesen Der schwarze Nebel und dann sollten sie lesen Der Fluch des Bergzauberers und dann kommt Der Angriff der Dunkelelfen. Ja, dann wünschen wir viel Spaß dabei und sagen Tschüss. Tschüss.